Die Phase vom Wind verbessert sich leicht zu seinen Gunsten. So, die Unsicherheit, die er vorhin verspürt haben mag, die muss er jetzt wegkriegen aus dem Kopf. Er muss so denken wie in Oberstdorf oder wie gestern in der Qualifikation. Er kann das doch. Er hat das Zeug dazu, hier Kobayashi Paroli zu bieten. Karl Geiger. Jawohl, das tut er. Bravo. Karl Geiger, gewaltig. Ein Riesensatz am Neujahrstag. Runter über die 140. Yes. Rüber über Kobayashis Weite. 141,5. Einen halben Meter mehr rausgeholt. Und riesig geflogen. Tolle Wertung. Die 20, sie trauen sich nicht, die 20 zu ziehen. Ach, ist das klasse. Ja, war jetzt auch gut, dass sie nacheinander waren. Ähnliche Windverhältnisse. Es war ein großartiger Sprung. Den hat er auch selber sofort so gespürt. Hat natürlich oben einen guten Wind gehabt, wird sehr hoch, gleich am Schanztisch. Super die Länge hineingebracht in den Absprung. Da steigt er mächtig weg. Und dann wird es schon hoch nach unten. Gell? Ja, die haben sich jetzt alles gegeben. Jetzt ja, ein bisschen hinten rein, aber perfekt gelandet. Er schenkt nichts her. Das ist die Antwort, die er geben musste. Papa und Mama, riesig begeistert natürlich auch wie der Rest von der Mannschaft, der Rest der Fans hier. Das ist genau das, was hier jetzt sein musste nach dem Kobayashi-Sprung, dem Ausgezeichneten. Der hatte einen Punkt Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Er hat die gleiche Windberechnung übrigens wie Kobayashi. Er hat mehr Punkte, werden wir gleich sehen. Der Kobayashi wurde auch exzellent bewertet. Es reicht, um vor Kobayashi zu bleiben. Er nimmt ihm ein bisschen was weg bei den Punkten hier. Das ist es doch. 2,9 Punkte voraus vor Kobayashi. Er robbt sich ran an den Meister aus Spanien in der Gesamtwertung, aus Japan in der Gesamtwertung. Jawohl, das ist ein Neujahrstag, der sich sehen lassen kann für Karl Geiger und das DSV-Team.